Leute, herzlich willkommen zu einem weiteren Video. Rucksack hat mich einfach gerettet. Ich weiß nicht, was hinter uns alles lauert. Ich denke mal, die Polizisten sind immer noch auf unserer Spur. Rucksack, was sollen wir tun? Oh mein Gott, Bruder, wie viele Polizisten das sind? Wie viele sind das denn? Oh mein Gott, wo kommen die auf einmal alle her? Nein! Aber das sind ganz andere, Bro. Ich bin von der Spur abgekommen. Gib Gas, gib Gas, gib Gas, gib Gas, Bro. Ich weiß es doch auch nicht. Gib Gas. Oh mein Gott. Nein. Und du weißt, wir sind jetzt direkt offizielle Kriminelle. Ist dir das bewusst? Die kommen, Bruder, die kommen. Gib Gas. Nein, ich will noch nicht verhaftet werden. Nein. Nein, 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 nein. Es tut mir leid, ich glaube, es ist eine Sackgasse hier. Nein, gib einfach weiter Gas, Bro. Die arme Frau, Bro, du, jetzt sind wir richtige Mörder. Nein. Nein! Sofort anhalten, es ist keine Chance, dass sie fliehen. Wir werden Schuss auf sie öffnen. Siu, der Lambo hängt im Sand fest. Der Lambo hängt im Sand fest. Sie kommt nicht mehr raus, ey. Rucksack, wir sind am Arsch. Wir sind einfach am Arsch. Nimm die Hände hoch. Nein. Nein. Oh mein Gott. Nimm sie die Hände hoch. Nein, ich habe gar nichts gemacht. Packen Sie die Waffe, sonst können wir schießen. Oh, oh. Rucksack, hör auf, wir müssen uns einfach opfern jetzt. Das war's. Ich weiß nicht, warum wir das gemacht haben. Nur weil wir einfach den Lambo... Aus einem Prank, Leute, ist sowas Ernstes geworden. Wir haben Stani verärgert, wir haben einfach alles kaputt gemacht und jetzt sind wir kurz davor, verhaftet zu werden. Ich möchte jetzt Ihre Ausweispapiere haben. Ich habe keine Ausweis, ich habe gar nichts. Ich habe gar nichts. Rucksack, was sollen wir tun? Nimm deine scheiß Hände so. Identität. Ich will deine Identität. Nein, bitte, ich hab Angst. Ich hab Angst. Ich geb auf. Ich mach uns nichts. Bitte tut uns nichts. Oh, was? Was? Oh mein Gott, was passiert hier? Die sind alle schlafen gegangen. Rucksack, renn! Was ist passiert? Der Lambo ist kaputt. Wohin rennen wir? Ich höre stehen bleiben, Jungs. Wer hat dich gerade gerettet? Stehen bleiben, Jungs. Wer bist du? Ich bin der, der die Cops gerade abgeschossen hat. Oh mein Gott, du hast uns gerade gerettet. Chambalamba, bist du's? Das hat seinen Preis, Jungs, ne? Aber warum hast du das getan? Weil ich euch brauche, ihr müsst einen Job für mich erledigen. Wenn ihr, es gibt zwei Möglichkeiten, ihr erledigt einen Job für mich oder ihr werdet neben den Polizisten schlafen. Haben wir uns verstanden? Und wenn ich jetzt einfach abhaue, was machst du dann? Dann werde ich dich erschießen, glaubt mir. Ich bin bereit dafür. Okay, hör mir genau zu. Aber warum ausgerechnet wir zwei? Ich check das gerade nicht. Weil ihr zwei Personen seid, die schlimmste Vorstellung fordern. Ihr habt entweder Knast oder die Freiheit. Wofür entscheidet ihr euch? Ich nehme die Freiheit. Dann müsst ihr arbeiten für die Freiheit. Freiheit. Willkommen. Ich traue dem Typen nicht. Ich traue dem von vorne und hinten nicht. Was machen wir? Hey Bruder, der sieht aus wie so ein Chambalamba-Verbrecher, ey. Lass einfach da einsteigen und gucken, auf was für ein Abenteuer wir uns einlassen. Let's go. Ich kenne euch zwei. Ihr seid Rucksack und Siu. Oha, er weiß sogar, wer wir sind. Wie heißt du, ey? Bist du Chambalamba? Ich bin der Tod. Der Tod oder die Freiheit. Also Jungs, ich habe eine Liste für euch fertig gemacht, ja? Ihr habt einige Jobs zu erledigen. Ich brauche Autos. Ich bin Autosammler. Was für Autos brauchst du denn? Ich brauche die krassesten Autos. Und wo kriegt man die krassesten Autos? Bei YouTubern. Aber jemand wie du schafft das doch alleine. Warum brauchst du uns? Und warum hast du gerade nicht den Lambo von Stani geklaut? Ja, Bill Gates könnte auch alleine Microsoft programmieren, trotzdem hat er Arbeiter für sich. Ich trau dir nicht, das ist dir schon klar, oder? Ich hab eine Liste. Ihr werdet unter anderem Standard-Skill, iCrimex und R5HD die Autos klauen. Und die bringt ihr zu mir. Okay, aber eine Frage. Wenn ihr die zu mir gebracht habt. Warte, wenn ihr die Autos zu mir gebracht habt, seid ihr wieder freie Menschen. Jetzt darfst du eine Frage stellen. Wir haben ja gerade schon den Lambo von Stani geklaut. Warum nimmst du den nicht mit? Jungs, ja, das ist ein Fake-Lambo gewesen. Deshalb hat er zwei Lambos. Und wir haben den falschen mitgenommen. Ihr habt den ohne PS geholt. Ich will den richtigen haben. Jetzt macht alles Sinn. Wir machen einen Deal. Wir bringen dir Avalve sein Auto und dann lässt du uns in Ruhe, ja? Also komplett zu lassen. Also, oder ihr bringt mir Avalves Auto und danach knall ich euch ab, weil ihr mir die anderen zwei bloß nicht gebracht habt. Ihr werdet ein paar Waffen kriegen für den Job. Ihr müsst euch erstmal beweisen. Passt auf, ruhig. Hey, warum liegt da eine Frau auf dem Boden, ey? Oh mein Gott, was ist das für ein Anwesen hier? Seht ihr hinten die Leute? Avalve hat ziemlich gefährliche Kontakte. Er wird 24-7 bewacht. Meinst du nicht, dass wir gerade zu aufdringlich hier rumcruisen? Die haben doch bestimmt schon Verdacht geschöpft, oder? Keine Sorge, nein, keine Sorge. Und woher weißt du das? Der Krankenwagen. Was macht der Krankenwagen dort? Ja, vielleicht hat die Jungs von Avalve, die mussten wohl gerade einen Job erledigen. Und du bist sicher, dass sie uns gerade nicht gesehen haben? Nein. Woher weiß ich, dass du nicht zusammen mit Avalve arbeitest? Das ist doch alles hier faul, die ganze Geschichte hier. Wenn ich euch tot sehen wollen würde, würde ich euch auch direkt jetzt abknallen, oder? Rucksack, ich weiß nicht, was wir tun sollen. Ich weiß es wirklich nicht. Steig einfach aus, und wir machen den Job. Ich vertraue dir, Rucksack. Aber jetzt seid ihr einer gestellt. Ich will den Wagen von der Avalve haben. Später am Würfelpark. Im Würfelpark, okay. Wir haben ein Problem, Siu. Was ist das Problem? Warum ist dein Polizeiauto auf der Avalve seinem Haus? Die ganze Sache gefällt mir gar nicht. Ich glaube, wir können da nicht länger weiter geradeaus. Du hast gesehen, die eine Frau lag einfach am Boden. Und let's go, komm. Ich helfe dir. Oh mein Gott, danke schön, Siu. Wir sind zu laut. Lass mal hier rechts. Aber das ist nicht sein Haus, das ist ein falsches Haus. Pass auf, die schlafen. Leise, das ist sein Haus. Nein, das sind die nicht. Oh mein Gott. Das sind die nicht. Da ist jemand bewaffnet, Bruder. Oh mein Gott.
Sei leise, da ganz leise. Waffe, Bruder, da komm mit. Waffe. Ich glaube, wir müssen zum Parallelhaus da rechts. Leise. Wir sind am Arsch, Rucksack. Wir sind sowas von am Arsch. Komm mit. Oh mein Gott. Ich höre was. Hä? Ein schönes Haus hast du dir hier gegeben, Lukas. Ist das nicht die Stimme von iCrimex? Ja, Mann, ist jetzt relativ neu noch, aber... Digga, sei mal ehrlich, wie viel hast du hier für den Pool hingelegt? Der sieht richtig wild aus. Boah, ich sag dir ehrlich, 200.000 ungefähr. War schon echt teuer, Mann. Boah, Junge, YouTube läuft ja bei dir richtig, Junge. Ja, ist schon stabil. Aber hier Alter. Die Palme, die haben wir extra aus Dubai importieren lassen. Junge, Alter, einmal a wife sein, Junge. Rosa, komm zu mir. Ey, Bro, wo ist eigentlich deine Pferde? Psch. Hast du die gefunden? Ja, die sind da vorne. Die sind weggegangen kurz. Guck mal, die laufen hier. Wollt ihr uns nicht was trinken holen gerade? Guck mal, die sind schon. Hier. Ich weiß auch nicht, was mit der passiert ist. Warte kurz, ich werde angerufen. Jojo. Wie, Digga? Ey, Seville, du kommst nicht schon wieder zu spät. Oh, warte, okay. Ja, alles gut. Ja, ich mach selbst. Okay, alles gut. Ey, was Lukas, los, Bro, ich muss los, Digga. Mein Cutter Seville, kennst du ja, ne? Mal wieder Video zu spät Seville abgegeben. Schmutz. Kennst du doch. Jeden zweiten Tag. Schade, Mann. So. Ja, ich muss los, Bro. Kuhwell voran, hau rein. Rucksack. Nein. Haut ab. Bro, wir hatten einfach die Chance, auch das Auto von Max zu klauen. Ist dir das bewusst? Ist egal, Bro. Die Aufgabe war, Vibe sein Auto. Das ist sicher, geil. Komm mal mit. Lass mal Max Auto nehmen. Okay. Vertrau mir. Wie, Max Auto? Der fährt doch weg, Leute. Nein, wir schaffen das. Ich höre sein Auto wegfahren. Nein, wir sind ich zu spät. Wegfahren. Komm, schnell zurück, oh dann müssen Gott, wir... Komm zurück. Der ist weggefahren. Komm zurück. Der ist weg. Komm, vertrau mir. Er Wife ist noch dort. Bevor er Wife auch abhaut. Ich bin da. Hände hoch! Hallo? Hände hoch, hab ich gesagt, Hände nicht hoch. Umdrehen! Zurück! Okay. Was wollt ihr von mir? Wir wollen dein Auto. Mehr wollen wir nicht haben. Gib uns deinen Autoschlüssel. Jetzt sofort. Jungs, ihr begeht einen Riesenfehler, ich schwör's euch. Nein, rede nicht. Gib Autoschlüssel. Jetzt sofort deinen Autoschlüssel. Ich hab ihn, ich nehme ihn, warte. Glaub mir, es ist ein Fehler. Jungs, knallt sie ab! Was du knallt? Ich hab ihn getaser. Nice! Pass auf, hinter uns schießen, Leute! Holt euch! Oh mein Gott! Ich geh rein. Nach links! Ich hab ihn getroffen, nein! Ich hab ihn wirklich gekillt! Er will abhauen, Bro! Bleib stehen, er Wife! Wir dürfen ihn nicht töten! Uns wurde beauftragt, dass wir ihn nicht töten dürfen! Er rennt hoch! Hast du den Schlüssel bekommen, oder was? Ja, dann scheiß auf ihn! Komm, let's go! Lass uns hier wegrennen! Schnell! Der liegt da einfach auf dem Boden! Hier, Sue, fang den Schlüssel, ich werf ihn dir zu! Nice! Hier! Sehr gut! Komm, schnell! Ey, seit wann hat er denn so ein BMW? Ich bin auf meinem Haus, kommt sofort hier hin! Verstärkung kommt! Die schießen auf uns, der Wald schießt auf uns! Nein! Was? Wo kommen die ganzen Polizisten auf einmal? Oh mein Gott! Was passiert jetzt schon wieder? Nicht das gleiche Prinzip nochmal! Wir müssen weg, Rucksack! Oh mein Gott! Nein! Mach das! Ich hau ab! Oh mein Gott, wir fliegen zum Mond! Let's go, Bro! Ich glaube, wir haben die gleich abgehängt! Oh mein Gott, wie haben wir das überlebt? Gott, stehen bleiben, Polizei! Wir bleiben auf gar keinen Fall mehr stehen. Nie wieder. Let's go. Hier können wir nochmal runter. Oh mein Gott, richtig gut. Und jetzt? Ich glaube, das kriegen die nie wieder hin. Das kriegen die nicht hin. Guck mal, die haben auch verkackt. Ich gebe sowas von Gas. Wie hieß jetzt unser Auftragskiller? Ich habe seinen Namen vergessen. Der hat keinen Namen gehabt. Chambalamba oder sowas. Wie treffen wir uns? Wo müssen wir denn hin? Das hat er noch gar nicht gesagt. Würfelpark war das, Würfelpark. Stimmt, er hat gesagt Würfelpark. Da ist noch ein Polizeiwagen. Oh mein Gott, wir müssen hier weg. Viele Polizisten. Let's go. Schnell. Fahr zum Würfelpark. Einfach runter da. Einfach runter. Oh Let's go, Mann! Die kriegen uns einfach nicht mehr. Ich würde sagen, das war Weltklasse von uns. Irgendwann später. Okay, da hinten. Alter, wir haben es geschafft. Das ist der sogenannte Würfelpark. Und hier werden wir jetzt diesen komischen Typen finden, oder was? Wo sollen wir hin? Sollen wir komplett in die Mitte oder soll ich hier einfach mal erstmal parken? Wir parken hier erstmal. Ich kann parken hier. Hä? Ich sehe hier aber die Kreatur, diese komische Gestalt nicht. Ja, wo ist der? Komm mal mit, vielleicht ist er da hinten, hinter dem Würfel. Hier packt jemand da. Ist er das? Oder gehört er zu der Gang? Chambalamba, bist du's? Ruhig sein jetzt hier. Steigt euer Auto ein und folgt mir kurz. Okay, Rucksack, fahr du. Alter, was ist das für einer? Ich weiß nicht, was wir hier machen. Ich weiß es wirklich nicht, Bro. Ich weiß nicht mal, ob wir diesen Tag lebend überstehen werden. Und fütter uns. Ich glaube, der will uns töten, Bruder. Hä, was ist das für ein Ort hier? Park hier! Ich traue dem gar nicht, Bro. Ich weiß gar nicht, was wir hier machen. So. Dreht euch um, Jungs. Okay. Nicht mich angucken. SEO. Hier, ich gebe dir ein Handy. Darauf werde ich dich immer anrufen. Okay. Ja, das nächste Mal ist iCrimex dran. iCrimex?
Kommt mal hier, genau. Ich muss dir was erzählen. iCrimex war auch bei Evive. Und wo ist das Auto von ihm? Warum habt ihr nicht ihn direkt mitgeholt? Wir hatten das vor. Ich hatte das vor, aber Rusak meinte, nee, wir sollen uns erstmal um Evive kümmern. Und wenn die Polizei kommt, ihr kennt mich nicht. Tschüss, Chambalamba. Tschüss. Willst du nicht uns deinen Namen verraten? Wir haben es geschafft einfach. Das ist Chambalamba, Siu. Das ist einfach Chambalamba. Komm. Moment mal. Rusak, mein Telefon klingelt. Hä? Hallo? Hey, Siu. Ja. Siehst du noch das Auto, womit ich gekommen bin? Ich sehe das Auto, womit du gekommen bist. Auf Wiedersehen. Rusak, geh zurück, da ist C4, geh zurück! Oh mein Gott, was denn? Chambalamba, Idiot, ey! Rusak, du weißt, was das bedeutet, oder? Wir müssen ihn uns holen. Es gibt kein Zurück mehr und unser nächstes Opfer ist iCrimex.